Folge von Heavy Rain. Ich muss zugeben, ich habe länger dieses Spiel nicht mehr gespielt, deswegen weiß ich nicht hundertprozentig, wo wir dran sind, aber wir starten einfach mal weiter. Dienstag, 8:05 Uhr. Und wir sehen hier unseren FBI-Agent, der ein bisschen abhängig ist. Verdammter Regen. Hat nicht aufgehört, seit ich hier bin. Allerdings. Hier wird's mir echt gefallen. Gott, meine Hände zittern. Ich muss mich zusammenreißen, wenigstens für den Moment. Allerdings. Ich hab den Namen irgendwo. Blake. Lieutenant Carter Blake. Das ist er. Erstmal wieder mit der Störung klarkommen. Agent Norman Jaden, FBI. Kann ich Ihre Norman Jaden. Ja. Ja, natürlich. Okay. Sie können durch. Ich suche Lieutenant Blake. Ist er hier? Ich habe ihn schon gesehen. Er ist hier irgendwo. Ja, müssen wir ihn mal suchen, ne? Diese mega coole Brille, womit er alles erkennt. Video Memo 1, Agent 47023, Norman Jaden. Ja, schon 4. Oktober spannend. 2011. Es ist 8.14 Uhr. Ich wollte die Brille nicht wieder absetzen. Ach du je. Jetzt mal so wieder auf, ne? So, natürlich den ganzen Boden abzuscannen, das ist verdammt cool. Natürlich suchen wir Blake, aber wir wollen ja im Zweifel auch Spuren finden. Und da haben wir zwei Sachen gefunden. AI-Eintrag. Fußabdrücke im hohen Gras in Richtung der Leiche stammen nicht von der Polizei. Momentan kein Bezug zur Leiche. Was haben wir hier? ID-Eintrag. Blutspuren am Zaun hinter der Bahnlinie entdeckt. Okay.
Die Blutanalyse zeigt fortgeschrittene, lang andauernde Erschöpfung. Das ist ja schon mal interessant. Aber jetzt hier hin. Er ist ja ein toller FBI-Agent, der hier nicht mal hochkommt. Könnte sein, dass sie vom Täter stammen. Allerdings. Was haben wir hier? AE-Eintrag. Reifenspuren am Rand der Fahrbahn hinter der Bahnlinie. Mhm. Der Wagen des Mörders? Sonst haben wir, glaube ich, hier nichts mehr. Also können wir wieder runtergehen. Hoppala. Da ja, wird ein bisschen gebrenzlig. Ja, da haben wir doch noch was gefunden. AI-Eintrag. Blutspuren auf der Bahnschiene. Orchideenpollen. Die Pollenkonzentration in der Luft nimmt wegen des Regens schnell ab, aber in der Nähe der Leiche nimmt sie zu. Ja, hat er jetzt nicht so wirklich Spaß dran, da durchzugehen, aber wir müssen da durch. Wir haben einen Fall aufzuklären. AI-Eintrag. Unwichtige Probe, wahrscheinlich von einem der Polizisten am Tatort. Okay. Wann fand man die Leiche? Entschuldigung, aber wer sind Sie nochmal? Norman Jaden, FBI. FBI. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an Lieutenant Blake, Sir. Gut. Ist das ein Kaffee, den Sie da trinken? In der Thermoskanne hinter Ihnen. Nur zu. Dann trinken wir doch mal Kaffee. Ich hab gehört, das machen die Polizisten und FBI-Agenten so.
Ich suche Lieutenant Carter Blake. Schön, wie die alle auf ihn reagieren. Aber okay. Nee, man hat mich schon im Blick. AI-Eintrag, unwichtige Probe, stammt von einem der Polizisten am Tatort. Lieutenant Blake, Agent Norman Jaden vom FBI. Norman Jaden. Ihr Büro hat mir gesagt, dass ich Sie hier finden würde. Wenn Sie nach Regen, Leichen und Highway suchen, sind Sie hier richtig. Mike, sag dem Idioten mit dem Bagger, er soll 5 Minuten Pause machen. Ich kann nicht denken. Sofort, Lieutenant. Und kommen Sie, Jaden? Also, was war los? Ein Typ, der mit dem Hund draußen war, hat die Leiche morgens um 6 gefunden. Mehr wissen wir im Moment nicht. So wie es aussieht, weist alles auf den Origami-Killer hin. Ja, wir haben ja die Pollen schon mitbekommen. Gibt es Zeugen? Noch nicht. Bei der Gegend würde mich das aber auch schwer wundern. Was sagt die Pathologie? Auf dem Weg, Lieutenant! Scheiße, wir warten seit einer Stunde. Und die Todesursache? Keinerlei Verletzungen. Wurde vermutlich ertränkt. Wie die anderen. Ist die Leiche identifiziert? Nein, noch nicht. Wir warten noch auf Ergebnisse. Hören Sie, ich will nicht stören. Kann ich mich mal umsehen? Nur zu. Das habe ich doch schon gemacht. Hey, Jaden. Sie sagen, wenn Sie etwas finden, okay? Ja. Wir sind doch jetzt ein Team. Kann ich jetzt mit dir reden? Das ist jetzt total sinnvoll. Ich habe doch schon alles nachgeguckt. Das war, glaube ich, hier die unwichtige Probe, aber... Naja, das war die unwichtige Probe und hier gibt's einen Kaffee. Kann ich jetzt mit dir reden? Nein, kann ich nicht. Okay. Dann gucken wir hier noch weiter. Okay, noch weiter Proben finden. Ich muss sagen, die Brille ist schon echt verdammt cool. Schauen wir doch mal hier hinter. Hier hinten waren wir noch gar nicht. Da hat sich auf jeden Fall was getan. Oder es klang zumindest so. Anscheinend aber doch nicht. Ah, doch, da ist was. Eine tote Katze. Das FBI führt keine Akten über Katzen. Noch nicht. Ja, wird Zeit. Muss ich mal ganz klar so sagen. Okay, da möchte ich ja nicht hingehen.
Das habe ich mir ja alles schon angeguckt. Schauen wir nochmal, ob wir jetzt mit dem Knilch reden können. Gucken wir auch nochmal hier. Was wir da haben. Ah, okay. Das habe ich mir noch nicht angeguckt. Ohne direkten Bezug zur Ermittlung. Die Leiche muss unter der Plane bei den Scheinwerfern sein. Okay, dann gehen wir mal dahin. AI-Eintrag, das Opfer liegt auf dem Rücken. Keine Anzeichen von Gewalt. Auf der Brust des Opfers liegt eine Orchidee. Ja, typisch. Typisch für diesen Killer. Und da ist auch eine kleine Origami-Figur in der rechten Hand. Genau, da ist die Origami-Figur. Faust wahrscheinlich nach Todeseintritt geschlossen. Das Opfer ist Jeremy Balls. Gilt seit 5 Tagen als vermisst. Siehe Fallakte. Moment, da haben wir doch noch was. Hallo. Ich glaube, ich habe alles Wichtige gesehen. Ich glaube nicht. Schürfwunde am rechten Oberschenkel. Das Blut ist identisch mit dem am Zaun. Okay. Sein Gesicht ist voller Schlamm, wie bei den anderen Opfern. So, jetzt haben wir hier drin alles gesehen. Die Spur führt zu der Anhöhe. Der Mörder muss mit der Leiche hier heruntergekommen sein. Ja, das haben wir ja auch schon gesehen. In der Nähe der Leiche sind Eisenbahnschienen. Genau wie bei den anderen Opfern. Beeindruckend. Die einzigen Spuren, die der Mörder hinterlassen hat, wollte er auch hinterlassen. Er wusste genau, was er tat, bis zum kleinsten Detail. Viel zu viele Menschen hier, sie zertrampeln den ganzen Tatort. Allerdings. Ich habe genug gesehen. Schnell zurück zum Revier, sonst hole ich mir noch eine Lungenentzündung. Ich fahre jetzt zurück. Bleiben Sie noch? Nö, wir haben alles gesehen. Nein, das reicht mir. Ich fahre dann auch. Nicht mit Brille darunter her, ist ja bekloppt. Dann fahren wir doch los.
Sie haben einen neuen Bonus freigeschaltet. Trophäe erhalten FBI-Ermittler. Was sehen wir da? Eine Fledermaus, ein Insekt und ein Schmetterling. Ich sehe tatsächlich... Sagen Sie, ja. Was Ihnen in den Kopf kommt. Entschuldigung, ich war zu langsam. Ich sehe da tatsächlich eine Fledermaus. Ratte, Fuchs. Ich sehe... Doch, jetzt sehe ich da. Ein Fuchs. Da sehe ich ganz klar einen Krebs. Ein Krebs. Tod. Den Tod. Tod. Wir sehen rechts oben so ein bisschen die Gefühlswelt von diesen. Die MRT-Ergebnisse. Alles scheint normal zu sein. Es sind keine physischen Schäden zurückgeblieben. Aber ich muss sagen, mir gefällt Ihre psychische Verfassung nicht. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber Sie müssen neu anfangen, Ethan. Puh. Sie tragen keine Schuld an dem Unfall. Jasons Tod ist meine Schuld. Er könnte noch leben, wenn ich aufgepasst hätte. Da wird er richtig traurig. Es war ein Unfall. Unfälle passieren jeden Tag. Sie kann sich nicht ewig die Schuld daran geben, Ethan. Hätte aber. Wie geht es Sean? Ich weiß, er ist enttäuscht von mir. Ich bin nicht mehr der Vater, der ich einmal war. Er ist ein guter Junge. Er verdient was Besseres. Und was ist mit Ihnen? Was fühlen Sie? Tja, was fühlt er? Er ist quasi wie betäubt. Ich fühle mich irgendwie... wie betäubt, als ob es nicht real wäre. Manchmal sage ich mir, das ist alles nur ein Albtraum und ich werde gleich aufwachen. Gibt es noch etwas, das Sie mir sagen möchten, Ethan? Ich ja. Habe manchmal diese Was macht Blackouts. Ich weiß da nicht... Ich weiß nicht, was ich gerade tue. Das Bewusstsein kommt wieder, aber erst später. Aber dann bin ich woanders. Und ich habe keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Kann das mit dem Unfall zusammenhängen? Sie hatten eine Gehirnerschütterung und lagen 6 Monate im Koma. Die Auswirkungen solch eines Schocks auf das Gehirn sind nicht bekannt. Die Sitzung ist für heute beendet. Wir führen das Gespräch nächste Woche weiter. Das sind schon echt harte Schicksalsschläge für Ethan gewesen. Beziehungsweise einer Sie ist ja Glück, Ethan. Live. Nicht viele überleben so einen traumatischen Unfall. Ich fühle mich nicht, als hätte ich Glück gehabt, Doktor. Das kann man gut nachvollziehen. ...16:10 Uhr. Der Wasserstand ist bei 25,04. Wie war es denn heute so in der Schule? Ich habe einen Eintrag für fehlende Hausaufgaben. Das tut mir wirklich leid, Sean. Nächstes Mal. Und Sean ist noch gar nicht weg. Hin, okay? Aber Sean ist enttäuscht. Willst du was essen? Ist irgendetwas schon? Nein, mir geht's gut. Das glaubt man ihm sofort, wenn Willst man ihn sieht. Nicht mit den anderen spielen? Dazu habe ich keine Lust. Man kann nichts anderes machen, außer aufstehen. Wir reden nicht miteinander. Scheint, als ob wir uns voneinander entfernen. Früher liebte es Sean, in den Park zu gehen, zu lachen und Unsinn zu machen. Mann, er war so glücklich. Aber das war vorher. Das wissen wir auch noch.
Ich war schon seit Ewigkeiten nicht mehr auf seiner Wippe. Hast du Lust? Ja. Dann wippen wir doch mal mit Sean. Jawoll. Wow. Und da kommt wieder ein bisschen das Familiengefühl auf. Hinten im Hintergrund wunderschön ein Regenbogen zu sehen. Der genau das ganze Dilemma auch aufzeigt. Ja, wenigstens haben wir schon zum Lachen gebracht. Lust auf das Drehkarussell? Ich wette, ich kann dich so schnell anschieben, dass du nicht drauf bleibst. Klasse! Herzlich stopp, Jung. Ja, ja, wir machen ja schon. Doppeler. Ist nicht gut im Schuss, der Mann. Nicht ganz so fit. Oh, jetzt ist dir ganz schön schwindelig. Man sieht's. Okay, aufs Karussell können wir Sean nicht schicken. Ja, dann nehmen wir doch die Schaukel. Ist ja auch gerade so ins Bild gesetzt. Willst du auf die Schaukel gehen? Ich schub's an. Okay. Okay. Vor allem ist er im Dialog einfach quasi bei ihm und dann braucht er erstmal eine halbe Stunde, bis er an der Schaukel ist. Hoppala. Das war nix. Du schubst dich ja gar nicht an. Ja, ich brauche einen zweiten Versuch. Vielleicht einen dritten Versuch. Ach du je, das ist echt nicht so einfach. Warum hörst du auf? Ja, weil er keine Lust hat. Oder weil er zu blöd ist, den Controller zu bedienen. Such's dir aus schon. Los, Dad! So schnell wie du kannst! Ach, jetzt funktioniert's doch ein bisschen. Boah, da jetzt fast wieder vermasselt. Das war cool. Geht's jetzt aufs Karussell? Ganz nach Regen aus. Ja, es regnet ja auch kaum schon, ne? Also. Okay. Ich war wieder völlig enthusiastisch.
Okay. Das ist nicht einer. Weißt du, manchmal denke ich an früher. Ich meine, als Jason noch da war. Manchmal wünschte ich, alles könnte wieder so sein wie früher. Wenn uns. Ich auch schon. Unfall. Ich auch. Davor waren sie eine glückliche Familie. Hey Dad, kann ich bitte mit dem Karussell fahren? Darf ich? Klar. Such dir ein Pferd aus und steig auf. Ich hol die Karte. Ich will wieder sein Vater werden wie früher. Sean sieht glücklich aus. Ich wünschte, ich könnte ihn häufiger so sehen. Das glaube ich. Einmal. $1. Lass mal ihn doch mal fahren. Das sieht nicht gut aus. Das sieht ganz und gar nicht gut aus. Das ist schon wieder einer seiner Blackouts. Er hätte jetzt auch einfach direkt sterben können, einfach so, weil ich es nicht gelevelt bekommen habe. Wahnsinn. Aber es ging ja nochmal gut. Aber das kennen wir. Das kennen wir. Ab zum Spielplatz. Da ist der Rucksack. Sieht nicht so aus, als würde man Sean finden. Sean! Sean! In den Raum kommen wir gar nicht erst rein. Sean! Draußen ist er nicht. Nicht, dann gehen wir doch nach oben gucken. Sean! Und er ist auch nicht in seinem Zimmer. Sean ist verschwunden. Er hat einen Sohn verloren. Und der zweite, wie wir sehen, ist in der Hand des Origami-Killers. Und damit geht's nun jetzt erst so richtig los. Sie haben einen neuen Bonus freigeschaltet. Und als nächstes wieder der FBI-Agent.
Das ist schon ganz schön schlimm, das Schicksal von Ethan und seiner Familie. Aber wie es weitergeht, am Dienstag um 19.55 Uhr, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es gerne und hinterlasst mir auch ein Abo. Bis dahin, wir sehen uns beim nächsten Mal.